Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Soul Silver. Und wir haben uns den zweiten Orden im letzten Part gekrallt, was ziemlich knapp irgendwie war, weil Sichle uns schon quasi auseinandergenommen hätte. Aber wir konnten uns natürlich auf unser Team verlassen und ich bin eigentlich ganz zufrieden, was mit unserem Team so ist. Warum ich jetzt gerade auch in dieses Menü gegangen bin, keine Ahnung. Ich wollte einfach mal was nachgucken. Was jetzt kommt, deswegen, genau, jetzt weiß ich auch, warum ich gucken wollte. Ich würde sagen, Tyrakrok lassen wir so von den, ja, lassen wir erstmal vorne. Ja, wir lassen Tyrakrok erstmal vorne, weil, wenn ich das noch im Sinn habe, weil jetzt müsste, glaube ich, unser Rivale kommen. Und ja, das wäre jetzt nicht schlecht. Weil ich glaube, der hat als erstes Pokémon einen Nebulak. Also damals war es, glaube ich, zumindest so. Und mit Biss sind wir da eigentlich schon ziemlich gut beholfen. Was nehmen wir denn? Was kaufen wir? Ich würde sagen, wir kaufen uns mal einen Supertrank. Dann haben wir schon 7. Oh, normale Tränke. Boah, davon konnten wir uns, ja. Jetzt haben wir davon auch 7. Brauchen wir Paraheiler, ich guck mal kurz. Ne, wir haben noch 2, das müsste reichen. Was mit Gegengift? Oh, Gegengift, ja komm, ich kaufe noch 2. Dann haben wir 3 Stück davon. Ja, Pokebälle. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir in nächster Zukunft erstmal ein Pokémon wieder fangen werden. Wenn doch, mal gucken. Ja doch, wäre eigentlich nicht schlecht. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, was da gleich kommt. Genau, wir können ja die Pokebälle abholen, weil das ist ja jetzt schon was her. Na? Oh, da bist du ja, Mr. Horror Jumper. Ich bin gerade mit der Verarbeitung fertig geworden. Hier, nimm. Schwerbälle erhalten. Mr. Horror Jumper verstaut Schwerbälle in der Pokebälle-Tasche. Dieses Mal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Versuch doch mal, ein Pokémon damit zu fangen. Tja, Relaxo. Also ich sag schon mal so, es gibt ja 2 Regionen in diesem, ja, in dieser Edition. Wir kommen später noch in die Kanto. Wer Kanto kennt, ja halt da wo Blatt, nee, wo doch, wo Blattgrün und Feuerrot spielt. Oder für die, die noch was älter, ältere, ja, Leute sind, so wie ich. Aus der roten, blauen und gelben Edition. Was soll ich jetzt nachgucken? Genau. Boah, Mann. Ich muss erstmal reinkommen. Sorry, Leute. Ja, wir haben die Schwerbälle. Leider kann ich die euch jetzt gerade nicht zeigen. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Die sehen so grau aus mit so blauen Pünktchen. Ja. Gut. Moment, Moment. Wir können uns noch ein paar erstellen lassen. Genau. Wenn wir das nächste Mal wieder hier hingehen. Was sagt er? Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, dann werde ich mich mal ans Verarbeiten. Was? Habe ich das jetzt richtig vor... Ach, egal. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Wir wollen schnelle Pokémon fangen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, die gelben waren dann Pokebälle für den Turboball. Oder? Ich weiß auf jeden Fall, die blauen waren für den Köderball. Das ist halt sehr gut für Wasser-Pokémon. Ich glaube sogar auch... Nee, für Insekten nicht. Das war ja der Netzball. Naja. Wir kämpfen jetzt mal endlich, nach knapp 4 Minuten Quassel-Time. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was, du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Erzähl mir keine Märchen, wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Klar können wir das. Wir gucken mal, was du so drauf hast, Ronnie. Ach ja, wie ich diese Melodie liebe. Oh, wir hatten recht. Ein Nebulak. Gefundenes Fressen für Tyrakrok. Tyrakrok sieht schon ganz verbissen danach aus. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, warum Biss eine Unlichtattacke ist. Naja, wahrscheinlich, weil es im Mund sehr dunkel sein kann. Aber, naja, es ist sehr gut gegen Nebulak. Und ja, wieso nicht? Ja. Da ist jetzt auch unser kleines Problem. Aber wir haben Huthut. Ich hoffe, Huthut wird sich da gut durchschlagen. Weil ich glaube, Lorblatt kann auch schon Synthese. Und das wird sehr, sehr nervig.
Deswegen drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt schaffe mit Hypnose, aber der ist irgendwie schneller. Ah, ja, war ja klar. Komm, bitte. Och nö, Giftbruder. Das ist jetzt nicht so erfreulich, aber egal. Oh Mann. Ich versuche jetzt noch einmal Hypnose. Wenn das nicht treffen sollte, dann lassen wir das erstmal. Ja, mach Rasierblatt, ist egal. Naja, zum Glück sind wir von Typ Normal und Flug. Ey, das hat... Ey. Wie viel Pech muss man haben? Na gut, wir machen jetzt Schnabel. Lorblatt bombardiert uns ja noch weiter mit Rasierblatt. Was sehr, sehr fatal sein kann. Weil das hat, glaube ich, eine sehr hohe Volltrefferchance. Oder das war einfach nur, dass es sehr gut treffen kann. Ey. Ich will nicht, dass Hutut jetzt schon stirbt. Nee, ich glaube, das würde nicht reichen. Ich glaube, wir machen Supertrank. Ich versuche jetzt noch einmal Hypnose. Wenn das nicht trifft, dann setze ich einfach Voltilam ein und mache Donnerwelle. Und dann versuche ich mit Tyrakrok oder sowas zu reißen. Aber das ist auch sehr fatal. So. Okay, du willst es nicht anders. Wir versuchen, da seht ihr, ich wusste es, es kann Synthese, deswegen. Wenn es nämlich am Pennen ist, können wir so oft draufhauen. Ey. Warum trifft Hypnose nicht? Hutut, was los? So viele Probleme hatten wir doch noch nie mit Hypnose. Also zumindest nicht in den Parts. Aha. Geht doch. So, bevor Hutut jetzt abkratzt und gleich keine Erfahrung mehr kassiert, würde ich sagen, wir tauschen das Pokémon kurz. Voltilam sollte... Ja, okay. Es kann jetzt leider Lorblatt nicht paralysieren, was eigentlich sehr gut wäre, aber... Wir können Heuler machen. Obwohl, ja, Heuler ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee gewesen, weil das ja eher den Angriff und nicht den Spezialwert senkt. Naja, ich versuch's mit Donnerschock. Wenn wir Glück haben, wird es paralysiert. Wenn nicht, ja, dann ist wohl die lange Geschichte. Ja. Komm schon, Voltilam. Boah, wie oft setzt es Synthese ein? Könnte Tyrakrok wenigstens Eiszahn, wäre das kein Problem, aber so... Ey, es, ey, will es uns verarschen oder was? Es verliert so wenig Energie, macht direkt Synthese. Komm, bitte. Oh, toll. Giftbruder, genau das, was wir gebraucht haben. Scheiß Reflektor, ey. Er ist endlich weg. Wieder Rasierblatt. Komm schon. Wir müssen da doch jetzt noch was reißen können. Werd doch mal paralysiert, Alter. Boah, wir haben sogar Volltreffer. Es wird natürlich nicht paralysiert. Ist ja klar. Wahrscheinlich wird Lorblatt jetzt eh Synthese machen. Und dieses Vergiften, das zackt irgendwie ziemlich. Aber wir geben noch nicht auf. Wozu gibt's Supertränke und Tränke, ne? Scheiß Vergiftung. Komm, jetzt tu das doch mal endlich paralysieren, meine Fresse. Voltilam, was los? Ja, toll. Ja, dieses Gift, das nervt so dermaßen, ne? Moment. Ich werde das aber jetzt bei Hutut verwenden. Weil Hutut ist unsere einzige Hoffnung irgendwie gegen Lorblatt. Ich werde das jetzt auch noch nebenbei heilen. Voltilam muss dann leider etwas einstecken. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Tut mir leid. Ist ein bisschen mies gelaufen. Das erste Pokémon war direkt One-Hit. Und jetzt... Ich wusste, dass Lorblatt nicht so einfach für uns sein wird. Boah, wir haben noch ein KP, aber das Gift wird uns natürlich umbringen.
Okay, Hut, jetzt oder alles oder nichts. Wir versuchen jetzt nochmal mit Hypnose. Ja, Giftpuder, schön. Ey, wenn es jetzt einschläft, wäre es... Ah. Nein, komm schon. Wehrt die Attacke ab. Ja, wenigstens etwas, ne? Hut, hast du toll gemacht. Endlich mal, worauf ich sagen kann, dass ich stolz auf dich bin. Ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, ich heile erstmal Hut von dem scheiß Gift. Weil sonst verlieren wir die ganze Zeit Energie, es nervt einfach. Dann würde ich sagen, picken wir jetzt das Lorblatt in den Untergrund. So. Schnabel. Ah, ist ja klar. Nein, dein scheiß Reflektor. Wie oft willst du ihn noch einsetzen, meine Güte? Können wir nicht mal irgendwie Volltreffer treffen? Och Gott, nee. Wie oft kannst du Synthese, Mann? Nee, ich sehe es schon kommen. Der Part wird sich nur um den Rivalen handeln. Er gibt einfach nicht auf. Wäre ja toll, wenn irgendwie irgendwann nicht mehr Synthese einsetzen könnte, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei Trainern auch so war. Ja, mach weiter, Giftbruder. Ey, so eine Attacke wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Toll. Meine Güte. Vielleicht hätte ich wirklich offline noch was trainieren sollen, damit Tyrakrok Eiszahn erlernt. Ja, tut mir leid, Leute, dass es so ein nerviger Kampf gerade ist. Naja, solange das kein normaler Trainer ist, ist mir das ja noch irgendwo ein bisschen egal. Das ist ja schon ein bisschen heftiger, der Kampf. Ja, komm, noch einmal Trank. Wahrscheinlich wird Lorblatt jetzt wach werden. So viel Glück, wie wir immer haben. Nee? Oha. Leute, das ist unsere Chance. Jetzt oder nie. Was, Alter? Okay, Giftpuder ist daneben gegangen. Drück mir die Daumen. Ich will nicht, dass es jetzt wieder Synthese benutzt. Giftpuder ging daneben. Ey, Hypnose hätte treffen sollen, Mann. Och, Mann, ey. Wir verbrauchen echt unsere Gegengift-Dinger gegen den. Wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach drauf. Scheiß drauf, wenn Hut dabei frecken sollte. Tut mir leid, Hut. Du hast dein Bestes gegeben. Komm, jetzt so ein Volltreffer und Lorblatt ist weg. Das wäre doch mal was Feines. Ja, oder auch nicht. Alter. Nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gleich was macht. Es sei denn, er kann das nicht mehr. Das wäre natürlich was sehr, sehr Positives für uns. Da ist mir das scheißegal. Oha, scheinbar kann es wirklich keine Synthese mehr. Nein, bitte. Komm, mach doch klar. Komm, Hut, das überlebst du noch und dann haust du ihn weg. Boah. Ja, komm. Hut. Ja, geht doch. Meine Güte, scheiß Lorblatt. Boah, fast ein Level. Naja, Hut. Tut mir leid, aber du hast dich wacker geschlagen. So, Tyrakrok. Ein Zubat. Ach, Zubat wird leicht sein. Es sei denn, die ganze Zeit Superschall, dann geht es uns auf die Nerven. Ja, ich würde sagen, wir machen Aquaknarre. Wir machen es nass. Ja, eigentlich nicht schlecht. Da seht ihr, ich hab's doch gesagt. Superschall. Na, knapp. Ah, Superschall immer noch nicht getroffen. Reflektor funktioniert nicht mehr. Okay, zum krönenden Abschluss werden wir es jetzt aufschlitzen mit Kratzer. Komm, das muss doch noch ein Level geben. Na, knapp. Diese Pokémon sind zu nichts zu gebrauchen. Glaub mir, du konntest nur gewinnen, weil... Was? Alter, da habe ich nicht mal gedrückt und so schnell ging das weg. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer.
Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf den Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Ach ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich versuche zu schnell zu lesen. Deswegen kommen immer diese Fehler. Naja, Leute. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum. Wenn doch, und ich soll das Ganze lassen, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Gut. Ich würde sagen, wir haben noch 10 Minuten quasi. Das heißt, wir können noch etwas machen. Ich gucke, damit das nicht so langweilig ist, wenn ich da jetzt rumdackel. Okay, wir haben noch einmal Schutz. Ich würde sagen, wir kaufen uns nochmal Schutz. Naja, was mich... Oh Mann! Was mich wenigstens freut, wir haben den Rivalen besiegt. Ich hätte jetzt gedacht, wir würden verlieren. Es war wieder irgendwie spannend. Ich weiß nicht, irgendwie ist es sowas interessanter als, ja, herkömmliche Kämpfe, wenn man zu überpowert ist. Oh Mann. Ja, ein Fluchtseil kaufen wir auch, obwohl ich das eigentlich nie benutze, aber naja, in einem Let's Play ist sowas immer nicht verkehrt. Du hast doch Netzbälle oder sowas, ne? Ah, ja, hast du. Oh, wir haben keinen... Ja. Vergiss es, Leute. Wir haben nicht genügend Geld. Wir gehen jetzt in den Wald. Und da gibt es gewisse Pokémon für uns zu fangen. Vielleicht werde ich da ein Pokémon von mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es euch nicht versprechen. Wir gehen erstmal in den Wald und gucken. Steineichenwald. Ja. So, Pokémon, was... Ja, Hoothoot kommt nach vorne. Ich zeige euch erstmal, was es hier so für Pokémon gibt. Da war doch was am Glitzern, oder kam es mir so vor? Hoothoot scheint nicht recht zu wissen, was es will. Tja, Hoothoot, du hast Pech gehabt, du läufst jetzt hinter uns her. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich. Die Porenta, die für uns Bäume zur Kohlengewinnung fällen, sind in den Wald getürmt. Könntest du sie vielleicht einfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Aber das ist Gelegenheit, um dich von ihnen von hinten zu nähern. Boah, Mann. Denkst du, du kriegst das hin? Klar krieg ich das hin. Wow. Und ja, Leute, hier gibt es Miraplas zu fangen. Es ist weiblich. Das passt zu einem Mirapla. Ich würde sagen, das wäre doch cool. Oh, nicht... Ja, okay, Absorber. Ich glaube, die können doch kein Giftbruder oder so. Ich glaube, die können nur Absorber und... Konnten die Heuler oder was? Wir fangen uns nämlich eins. Damit können wir nämlich auch Zerschneider und ich würde sagen, so Pflanzen-Pokémon würde sich ganz gut erstmal machen. Ob ich das jetzt behalten werde oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Naja, egal. Wir können ja auch mal direkt gucken, was für ein Wesen es hat. Ist ja auch interessant. Vielleicht haben wir ja sogar ein perfektes Wesen. Wer weiß, vielleicht wäre es dann ein perfektes Teammitglied oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, Spezialwert war sehr hoch von Mirapla. Nein, wir geben keine Spitznamen. Ja. Hier, Mirapla. Stimmt, es konnte Lockduft. Moment. Hastig. Initiative scheint hoch gemacht zu werden, aber Verteidigung dafür runter. Ach, ja. Nicht so ganz das, was ich haben wollte. Und naja, wir geben uns halt einfach mal damit zufrieden, würde ich sagen. Und wir gehen weiter durch den Wald. Tja, da sind die Porenta, die wir gleich austricksen müssen. Ich glaube, das werden wir auch noch in den Part packen. Oh, ein Paras. Aber Paras kommt mir nicht in die Tüte.
Aber es könnte uns vielleicht fast ein Level geben, deswegen machst du einfach mal platt. Ja, knapp. Da habt ihr gehört? Porenta reagiert darauf, hat dich bemerkt und sieht dich an. Wenn du auf einen Ast trittst, schaut es in deine Richtung. Genau, so wie wir drauf treten, so schaut es in die Richtung. Das heißt, wir dürfen nicht auf die Äste treten und wir müssen es austricksen. Ja, das versuchen wir jetzt, deswegen laufen wir auch nicht. Poren! Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. So, wir haben das erste Porenta schon mal zurückgebracht. Wow, du hast es geschafft, eines der Porenta wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwo muss sich noch eins von ihnen versteckt halten. Du weißt ja, Porenta hören so gut, dass sie sofort in deine Richtung blicken. Wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Das ist die Gelegenheit, um dich ihnen ganz langsam von hinten zu nähern. Ja. Er hat damit auch vollkommen recht. Und bisher kommen irgendwie auch keine Pokémon. Keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, dass wir diese Viecher fangen müssen. Oder wir haben einfach nur Glück, weil ich habe auch... Oh, oh, oh. Wenn man vom Teufel spricht. Ah, schon wieder ein Mirapla. Eigentlich möchte ich ja irgendwie auch eins fangen, das dann Zerschneider einfach einsetzen kann, weil Zerschneider ist jetzt nicht so eine gute Attacke und ich will das einfach nur einem Pokémon beibringen, damit wir da auch gleich durchkommen können. Oder, ja, ich denke schon. Vielleicht auch ein Paras, dann hätten wir mal... Oh, ja, korrekt. Hut, Hut, wir brauchen deine Hypnose. Ich hoffe, Paras fällt darauf rein. Ja, Paras. Danke, Paras. Oh, ups. Hab mich gestoßen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Und mit einem Pokéball müsste das Ganze jetzt in unserer Hand liegen. Jupp, Paras gefangen. Dabei habe ich Paras eigentlich noch nie so wirklich in mein Team aufgenommen. Wäre ja eigentlich schon interessant, so mit Pilzspore und so, aber ich weiß nicht. Mit Paras zu kämpfen ist schon komisch, wenn man ehrlich ist. Wir können ja mal gucken, was für ein Wesen es hat. Einfach mal aus Interesse. Es ist mäßig, okay. Ja, der Spezialangriff wird dadurch gestiegen. Ja, und der Angriff gesenkt. Aber das ist, glaube ich, nicht gut für Paras. Ich glaube, es hat eher den Angriff sehr hoch. Oder die Verteidigung. Naja, es beherrscht auch nur Kratzer. Ja, ist doch perfektes Pokémon für Zerschneider, oder? Okay. So, wo bist du, du kleines... Ah, okay, du musst jetzt nach unten laufen. Am besten machen wir das jetzt auch mal. Hau ab von uns. Jetzt wird es... Ja, war ja klar. Ich muss jetzt überlegen, wie wir das am besten machen. Ich glaube, oben rechts musste man das irgendwie machen. Irgendwie so. Oh, ja. Könnte man das auch von der Seite erwischen? Ich versuch's einfach mal. Moment mal, Leute. Ich benutze Schutz. Dann kann ich auch ein bisschen laufen. Weil... Oh, nee. Ich wollte das schon zweimal benutzen. Das wäre jetzt sinnlos gewesen. Ach, wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen da drauf gehen. Okay, vielleicht geht das ja jetzt von der Seite. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Ganze beeinflusst. Okay. Ja. Lauf schon nach oben. Weg mit dir. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, jetzt können wir das auch. Ja, es geht. Ja. Es guckt nämlich jetzt nach rechts, dann gehen wir da drum. Ganz leise, Hut, Hut. Sei so ruhig wie eine Eule. Poren! Tja, wir haben es gefangen. Du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. So, jetzt ist er glücklich. Klasse, beide Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück.
Da kommt der Boss von dem. Oh, das sind ja meine kleinen Po und Renta. Sag bloß, hast du die beiden etwa für mich eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, kann ich keine Kohle herstellen. Alter, das hat sich gereimt. Vielen Dank. Wie kann ich mich nur dafür erkenntlich zeigen? Ich hab's, nimm das hier. VM1 erhalten. Ja, das ist der Schneider. Das können wir jetzt benutzen. Das ist die VM Zerschneider. Besitzt du den Orden aus der Arena von Azalea City? Kann ein Pokémon deiner Wahl damit kleinere Bäume fällen. Aber hat ein Pokémon diese VM einmal erlernt, kann es sie so schnell auch nicht wieder vergessen. Überlege dir also sehr gut, welchem deiner Pokémon du sie beibringst. Ja, das war immer eine sehr nervtötende Story. Okay, ein paar VM-Attacken sind ja eigentlich ganz cool und so, aber Zerschneider, ich weiß nicht. So, Paras, danke, dass du für uns Zerschneider erlernt hast. Du bist so eine Art, ja, Zerschneider-Hilfsmittel. So, ich will euch noch zeigen, das hier ist ein Schrein, das ist der Steinwaldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons errichtet. Hier gibt es etwas und das nennt sich, ich weiß jetzt nicht mehr, damit kann man in die Zeit zurückreisen oder vorreisen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Celebi hat das was zu tun. Aber das ist so eine Art Special, so eine Art Secret, das können wir jetzt nicht machen. Obwohl, das könnte ich eigentlich schon machen. Ja. Ja, mal gucken, wenn ich das Spiel durch habe, mal gucken, ob ich das dann für euch extra mache, Leute. Naja, ich würde sagen, ich laufe hier noch so ein bisschen rum. Ich finde das schade, dass der Kampf so lange gedauert hat gegen Dingens. Deswegen mache ich diesen Part hier wahrscheinlich 30 Minuten. Obwohl... Nee, ich glaube, wir beenden den Part hier einfach. Ja, ich würde sagen, wir beenden den hier einfach. Genau hier. Hut, Hut, was hast du noch zu sagen? Hutut scheint nicht recht zu wissen, was es will. Tja, so wie eben. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time. Ach, Jump'n'Run Time. Pokémon Soul Silver Time mit Mr. Jumper. Auf Wiedersehen.